Hallo meine Wölfleins, willkommen zu Dead by Daylight und auch den öffentlichen Spieler-Testserver. Hier ist die neue Survivorin, die Sable Ward. Ward? Ja, ich und Englisch. Laut Geschichte, ich gehe es jetzt nochmal ganz kurz durch hier. Seit der dritten Klasse sind sie dicke Freundinnen, das ist die beste Freundin von Michaela. Ich finde das so cool. Gehen jetzt nochmal ganz kurz die Perks von mir durch. Das ist einmal Beschwörung wegen der Spinnen. Wenn ich im Keller in der Nähe eines Geistes bin, kann ich eine Taste für aktive Fähigkeit nutzen und kann eine Beschwörung beginnen. Diese braucht 120 Sekunden auf Stufe 3. Ich habe sie, glaube ich, nur auf 1. Können wir gleich mal gucken, wie lange es dann dauert. In dieser Zeit sehen die anderen Überlebenden meine Aura und sie können mir quasi helfen bei der Beschwörung. Und dann wird pro Überlebender die Geschwindigkeit der Beschwörung um 50% erhöht. Und 50 Sekunden, nicht Prozent, Entschuldigung. Und sollten die anderen einen Perk ausgerüstet haben, was auch mit Beschwörung zu tun hat, dann ist die Geschwindigkeit sogar 100%. Wenn die Beschwörung abgeschlossen ist, bin ich den Rest der Prüfung gefährdet, also One-Hit. Alle Überlebenden erhalten aber dauerhaft 15% Bonus auf die Geschwindigkeit beim Reparieren. Wenn die Beschwörung abgeschlossen ist, wird dieses Talent für alle Überlebenden deaktiviert. Bin echt gespannt, also was genau das dann ist. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn man dann gefährdet ist. Aber machen wir mal weiter mit Stärke durch Schatten. Dieses Talent wird im Keller aktiviert. Entschuldigung. Schaltet Stärke durch Schatten frei. Damit kannst du ohne seine Kasten mit 60% der üblichen Heilungsgeschwindigkeit heilen. Wenn du eine Heilung im Keller abschließt, siehst du die Aura des Killers für 10 Sekunden. Also ihr merkt schon, sie hat viel mit Keller zu tun, weil Hexenwerk ist auch im Keller quasi aktiv, oder? Ne? Dieses Talent beginnt mit einem Zähler bis maximal 5. Für jeden Zähler erholst du dich um 20% schneller vom Statuseffekt zerfleischt. Für alle 50 Sekunden, die ich im Keller verbringe, erhalte ich einen Zähler. Wenn du vom Statuseffekt verflucht betroffen bist, reparierst du 10% schneller. Also wenn ich praktisch von einem Fluchttotem betroffen bin. Bei dem können wir auch gleich mal kurz reingucken. Da werde ich die Perks aber nicht erklären, das mache ich dann im extra Video. Aber wir gucken jetzt mal kurz. Ich habe hier Stufe 1. Gut, das ist eigentlich das gleiche, außer dass der Bonus vom Reparieren hier 12% statt 15% dann ist. Ich kann mir vorstellen, dass Stufe 1 10% ist, Stufe 2 12% und Stufe 3 dann eben 15%. Ja, dann gucken wir mal ganz kurz beim Killer rein. Das schaut richtig, richtig weird aus. Ich hatte den schon ausgewählt. Richtig gruselig, oder? Ich habe mich so erschrocken. Also ich bin ja generell überhaupt kein Fan von solchen Jumpscares, in Anführungsstrichen. Ich meine, für euch ist bestimmt kein Jumpscare, für mich aber schon. Aber ich finde ihn richtig, richtig creepy, ey. Ich frage mich ja wirklich, wie der entstanden ist. Da gibt es bestimmt auch eine Geschichte dazu, hoppla. Aber wie gesagt, da gucken wir jetzt in dem nächsten Video rein. Ich würde sagen, wir suchen als Überlebende eine Lobby. Und dann würde ich sagen, ja, die kann auch reden, finde ich auch cool. Ich frage mich ja gerade, ob sie und Michaela, ich fände es richtig cool, wenn die in der Lobby miteinander reden würden. Aber mal gucken, jetzt suchen wir erstmal eine Runde und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. So, ich fange schon mal früher an mit der Aufnahme. Ihr seht schon, wir spielen gegen das Unbekannte, gegen den neuen Killer. Ich bin so gespannt, ich habe wirklich keine Ahnung, was er kann, was er macht. Ich hatte gerade die Info, irgendwas mit Halluzinationen, dass man die beenden muss oder so ähnlich. Und er hat Mori mitgenommen. Und wir sind auf der neuen Karte. Hauptplatz von Greenville. Verkümmerte Insel. Oh mein Gott, ist das geil, Leute. Das ist so geil. Was ich aber nicht verstehe, wir haben ausnahmslos alle einen schlechten Ping. Wirklich, wir alle. Ich weiß nicht warum. Aber wir machen jetzt einfach mal hier unser Ding.
Es ist schon ein Herzschlag. Okay, der kann irgendwas spucken. Die. Okay, da kann auch was. Ich sag, ich will jetzt mal kurz den Keller suchen und mir die Map so ein bisschen angucken. Das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Also wirklich. Was ist denn das da hinten? Ist das geil, Leute, oder ist das geil? Komm, wir gehen mal rein. Guck mal, da kann man sich Essen bestellen. Oh, ist das geil, oder ist das geil? Oh, ist das geil! Ja, es tut mir leid, ich weiß, ich müsste eigentlich andere Sachen tun, aber ich bin gerade so fasziniert davon. Oh, ist das cool hier! Oh mein Gott, ist das geil. Man kann sich, by the way, das habe ich jetzt total vergessen. Ich hoffe, es gibt keine Probleme. Man kann sich die lizenzierte Musik quasi ausschalten. Also man kann die deaktivieren. Ich hoffe, es gibt kein Problem. Ich guck mal, ob jetzt hier der Keller ist. Ich weiß gar nicht, ob im Hauptgebäude der Keller auch sein kann. Okay, hier ist der nicht. Also muss der da drüben im Gebäude sein. Tut mir leid, Leute, dass ich gerade überhaupt keine Hilfe bin, aber ich bin jetzt gerade einfach so neugierig. Kommt man da drüber? Ne, man kann nur runter. So, hier geht's runter. Aber gibt's hier auch den Keller? Hier ist der Keller. So. Wo ist denn der Kreis? Hier ist der Kreis. Beschwörung starten. Oha, krass. Oh Gott, das hängen ja beide Leute. Es tut mir leid, okay, da muss ich jetzt doch helfen gehen. Also das habe ich gar nicht mitgekriegt. Sorry, 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 sorry. Ich komme ja schon. Ich war jetzt gerade einfach nur von der Map so fasziniert. Es hat mich auch eigentlich mal jagen lassen, ne? Aber wenn er da halt auch rumkämmt. Okay, die steht hier. Ja, ja, ich komme. Sorry. Huch, sorry. Diese Legs, es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum wir alle so Probleme haben. Also. Das ist schon nicht mehr feierlich. Ich bin die Einzige, die noch nicht hing. Und ich will eigentlich auch mal am Haken landen. Oh, was? Hat er sich gerade auch zu einem Schrank teleportiert? Oh mein Gott, das ist so creepy, der Typ. Was ist das? Ich hab gedrückt. Aber ist okay. Oh mein Gott, ey. Und wie der läuft. Oh mein Gott. Ich habe gesagt, ich verstehe das mit dem Ping nicht. Das hatte ich schon in der Lobby gesehen, als wir in der Lobby waren. Dass wir alle schon einen schlechten Ping hatten. Alter, oh mein Gott. Dann reparieren wir hier mal. Sie darf auch noch mal hängen, die eine Sable. Na, das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Aber diese Map, die ist so cool. Vor allem das Hauptgebäude, das ist schon richtig geil.
Können wir dann auch mal. Das steht da. Warte mal, das ist doch hier diese Illusion. Kann ich die. Okay. Uff. Das ist also diese Illusion, die man beenden kann. Ich bin so auf das Mori von dem gespannt. Also ich hätte mitteilen können. Sorry. Warte, ich will gucken. Ich will gucken. Ich will gucken. Oh Gott. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Das sah gerade ekelhaft aus, ehrlich gesagt. Und ich kann nicht mehr spielen. Oh Gott. Stimmt, da war doch irgendwas mit. Nein, lass mich. Oder kann er sich zu solchen Dingern teleportieren? Ja gut, der Ping, ne, ist halt gerade so ein bisschen. Gut, wie das aussieht! Wie das aussieht, wie der die Paletten kaputt macht. Oh Gott. Krass. Ich frage, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das ich in diese Illusionen rein teleportieren kann. Eine ist da oben, die andere ist hier, die kommt mich auch jetzt retten. Ich meine, ist ja PDB, ne? Das spielen ja manche eh nicht so ultra ernst oder halt nicht so. Von daher, ich hätte mich jetzt auch wirklich dem Killer zum Fraß vorgeworfen. Aber es weiß ja noch keiner, wie man gegen ihn spielen muss. Das schmeißt sich da auch so hin. Also irgendwie sieht das total weird aus. Ich will jetzt was zu trinken haben. Auch? Dankeschön. Hier kriegst du mir die Päcke. Okay, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Egal. Komm. Okay, jetzt. Okay, da will ich mich an den besseren Platz bringen. Ich wickel jetzt auch mal nicht. Genau, bring mich ins Kino. Ja, genau. Schön vorne auf die Bühne. Wie geil ist das denn? Okay, da hoch kommt man wohl nicht. Ja, hier ist auch okay, im Hinterhof. Boah, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, Leute. Ach du meine Güte. Okay. Das ist schon krass. Okay, er hat die Luke gefunden. Sie croucht da jetzt durch die Gegend. Aber ich mag auch den Terrorradio, das ist die Musik, die ist auch schon richtig, die ist auch richtig cool, finde ich. Okay, der war auf einmal. Ich glaube, der kann sich wirklich in diese Illusionen rein teleportieren. Aber die sind dann scheinbar weg oder so. Bin mir nicht ganz so sicher. Mal gucken, ob es schafft mit dem Tor. Könnte schwierig werden. Wir gucken aber mal so lange zu. Naja, sie beendet jetzt die Illusion hier. Ja.
Ich frage mich ja, ob der Killer das mitbekommt. Also ich denke mal schon, das ist vielleicht so wie beim Demogorgon, wenn man die Portale wegmacht, kann ich mir vorstellen. Da hinten kommt noch angelaufen. Okay, aber das unterbricht keine Aktion, wenn sie da aufmacht. Schade. Aber dann können wir uns jetzt nochmal in Mori eingucken. Das ist bestimmt ein bisschen zensiert wegen der Bühne da. Ja, das schaut irgendwie total komisch aus. Mein Mori war schöner. So. Pop, Geißelhaken, da hat gleich schon mal das volle Programm gemacht. Ich schreibe jetzt mal trotzdem Titi und Smiley. Ja. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass die Runde euch gefallen hat. Wir sehen uns dann in einer Killerrunde. Ich hoffe, ich finde eine Runde. Das ist ja beim PTB auch immer so eine Sache. Und schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen DLC dann halten werdet. Also wie findet ihr den Killer? Wie findet ihr die Survivorin? Also ich finde die richtig cool. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Bei einem Like freue ich mich auch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!